Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ihr denkt euch vielleicht, was ist das für eine Lineup? Was macht der Bro? Vielleicht erkennt ihr es an SpotWeb schon. Wir haben hier die kleinste Lineup in NBA 2K22. Wirklich die kleinste Lineup. Bei der Starting 5 haben wir jeweils den kleinsten Spieler in der jeweiligen Position. Wir werden versuchen, mit dieser Mannschaft ein Spiel zu gewinnen. Online, My Team, Unlimited. Das wird sehr, sehr schwierig. Ich frage mich ehrlich, wie wir das überhaupt schaffen werden, wenn wir Earl Boykins Center-Position haben. 5'5", aber lass uns mal die Position bitte durchgehen. Maxi Brooks, der kleinste Spieler in der NBA und auch der kleinste Spieler in 2K natürlich. 5'3". Dann haben wir SpotWeb Shooting Guard. Gold SpotWeb. 5'7". Dann haben wir Donovan Mitchell, ist ganz okay. Small Forward Position. 6'1". Ist ganz okay. Dann haben wir einen Point Guard. Keine Ahnung, wieso der Typ Power Forward spielt. Er bei den Spurs dann Power Forward, Bruder. Wie kann der Typ mit 6'1 Power Forward spielen? Und dann haben wir out of position Earl Boykins, 5'5", unser Center. Bruder, wie sollen wir überhaupt einen Rebound bekommen? Dann haben wir auf der Bank jeweils die zwei kleinsten Spieler von der jeweiligen Position. Also Maxi Brooks ist unser Starting Point Guard, weil er der kleinste ist. Danach kommt Nate Robinson, weil er 5'9 ist, auch richtig klein. Hier haben wir uns gegönnt. Ich glaube, er muss uns carryen. Also er und Bruce Brown müssen uns carryen. Das sind die zwei Pink Diamond Spieler, die wir haben. Die einzigen Pink Diamond Spieler, unsere beste Spieler, werden von der Bank auskommen. Isaiah Thomas, 5'9, Pink Diamond Spieler. Seth Curry, Small Forward, 6'2". Dann haben wir Bruce Brown, Power Forward Position, 6'4", ist ganz okay. Dann haben wir PJ Tucker als Center, 6'5". Ich glaube, unsere Bank wird auf jeden Fall besser als unsere Starting 5. Ich glaube, mit der Starting 5 werden wir gar keine Rebounds holen. Und auf der Bank haben wir auch zwei Pink Diamonds. Deswegen würde ich sagen, lass uns direkt in ein Spiel einsteigen und gucken, wie viele Rebounds wir bekommen können und ob wir das Spiel überhaupt gewinnen können mit der kleinsten Lineup in NBA 2K22. Okay, was hat er für eine Mannschaft? Gucken wir, wie klein die Spieler alle schon sind. Ganz okay bis jetzt. Also ist schon schlecht. Hey, bitte, guck dir das an. Beim Jumpball. Scheiße. Ist doch klassisch. Ey, Bruder, bitte direkt zur Pause. Jetzt passen. Scheiße, hör auf. Ey, Mann, wie soll ich das gewinnen, Bruder? Gut. Ich wollte schon sagen, gute Defense. Ey, als ob ich so Ding spiele, Bruder. Ich schwöre, das sieht so komisch aus, als ob ich gerade irgend so einen Cheatcode drin habe oder so. Guck dir den Screen an. Oh mein Gott. Komm, mach ihn. Scheiße. Bruder. Nein. Oh mein Gott. Scheiße. Hey, bitte guck dir mal an, wie klein Maxi Brooks und Smart Web aussehen. Die sehen unnormal klein aus. Und mit diesen Out of Position Dingspieler viel schlimmer. In the paint rein. Wir gehen da rein. Ist mir egal. Scheiße. Hey, werden wir überhaupt einen Punkt machen mit dieser... Ey, Bruder, hör mal auf. 8-0. Ich mach mal kurz meine Einstellung, Bruder. Was ist das hier? Was geht hier gerade ab, Bruder? Also im Post werden wir safe direkt doppeln. Perimeter ist egal, aber Bruder, wenn er in the paint reingeht, ist schon direkt vorbei eigentlich für uns. Bin ich ehrlich. Nein, den hätte ich machen können eigentlich. Oh mein Gott, den hätte ich so machen können. Jetzt. Donovan, let's go! 3 Punkte. Donovan muss uns carryen, ehrlich. Donovan Mitchell muss uns carryen. Du bist der Einzige, wo man so denkt, okay, normale Größe, Bruder. Nein! Ey, Bruder, Porzingis wird so ein geiles Spiel haben, ne? Ist aber auch nicht schwierig. Kannst du Dreier? Von way downtown aber. Oh mein Gott! Bruder, was war das? Das ist peinlich, Bruder. Gib auf das Spiel. Du hast nicht verdient. Nein, nein, nein. Komm doch, Bruder. Der ist nicht. Oh mein Gott, wir müssen hier halt Dreier wide open lassen, ne? Ah, das wird richtig schwierig, Bruder, mit Earl Boykins. Mit Earl Boykins ist das Schwierigste, finde ich. Hör auf zu springen. Ich wusste, dass du springen willst. Oh mein Gott, was mach ich mit ihm? Komm, mach ihn selber einfach. Oh mein Gott, das war's vorbei. In the paint mit Earl Boykins den Center-Punkt gemacht. Ehrlich, gib auf, Bruder. Jetzt passt er wieder zu... Oh mein Gott, bitte nicht. Let's go. Holy Re. Oh mein Gott, das wäre ehrlich krank, wenn du Re geholt hättest. Wie viel Punkte hat sein Porzingis, Bruder? Ich weiß gar nicht, was sie da machen sollen. Weil ich muss mit irgendeinem raus und ich frage mich, hat er einen Spieler, der nicht Dreier kann? Oh mein Gott, pick and roll. Mach ihn. Ey, Bruder, das ist einfach nur witzig gerade, ehrlich. 17-8 für ihn, Bruder. Oh mein Gott, das war krank. Let's go. Mach ihn bitte. Oh mein Gott, Trey Jones, du bist so schlecht, Mann. Aber 8 Punkte, ich bin ehrlich, ich bin mit 8 Punkten zufrieden, Bruder. Komm, Donovan. Let's go. Donovan carried uns richtig, Bruder. Ey, Bruder, guck mal, wie knapp das Spiel ist. Dafür, dass ich die kleinste Lineup bei NBA 2K22 habe, ist schon ganz okay.
Sind wir ehrlich. Er wird zu Porzingis passen. Oh mein Gott. Den hat er nicht verdient, die Schulter, den hat er nicht verdient. Oh mein Gott, den auch nicht. Hat er alle nicht verdient, ehrlich. Das hat den Punkt hat er nicht verdient, Bruder. Nein, Trey Jones. Dank ihn. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben Rebound bekommen. Wir haben Offensive Rebound bekommen. Komm, Trey Jones. Nein. Trey, den musst du machen. Ist mir egal, bitte. Ey, der Typ kann keine Dreier, ne? Trey Jones, Mann. Das ist alles wegen dir. Der Punkt ist wegen dir, Trey Jones. Wenn wir wenigstens gute Spieler hätten, die ihre Wide Open Dreier treffen könnten. Und wir haben sogar schlechte Spieler. Wir haben einfach zwei Nachteile. Schlechte Spieler, oder? Oh mein Gott. Schlechte Spieler und kleine Spieler. Geben wir wenigstens gute Spieler, die klein sind. Unsere Bank wird, glaube ich, ehrlich, rasieren. 26-11, Bruder. Das ist, ich würde nicht sagen, peinlich. Weil guck mal, was für eine Mannschaft er hat. Er lässt uns wide open. Der Typ kann Dreier. Hä? Wieso lässt uns wide open, Bruder? Komm, Trey. Du bist immer wide open. Let's go, endlich. Endlich hat er einen wide open Dreier getroffen. Ehrlich, 28-17 ist voll okay. Der ist nicht. Hurry. Oh mein Gott, er hat Re geholt. Komm, 8 Sekunden noch. Donovan, ich sehe dich. Donovan, bitte. Let's go. 30-20, voll okay. Voll okay. Nein, Porzingis safe. Oh mein Gott, hätte zu Porzingis da passen sollen. 30-20 ist ehrlich voll okay, Bruder. Jetzt unsere Bank. Ich sag euch so, wie es ist. Nein, nein, nicht Dreier. Unsere Bank. Unsere Bank ist viel, viel besser. Oh mein Gott, Donovan ist so krank. Bruder, wenn wir das Spiel gewinnen, ich schwöre. Bitte deinstalliert 2K und komm nie wieder. Okay, jetzt kommt unsere Bank rein. Jetzt haben wir auf jeden Fall PJ Tucker Center. Das ist schon gut. Das ist schon richtig gut. Ey, Bruder, der Typ bringt jetzt Taco Fall rein. Ey, das ist so behindert, ne? Ehrlich. Das ist, der Typ weiß, dass ich mit kleinster Line-Up spiele und bringt Taco Fall rein. Bruder, das ist ehrlich traurig, ich schwöre. Das ist ehrlich traurig. Kann dich mit normaler Line-Up gewinnen, Bruder. Aber er lässt mich hier wide open mit Isaiah Thomas, den nehme ich gerne. Aber das ist ehrlich traurig, Bruder. Spiel doch mit normalen Spielern. Du machst Coach-Anweisung auf Maxi Bogues, Bruder. Das ist so traurig, ich schwöre. Ey, Bruder, es steht 4 Punkte Unterschied nur. Ich glaube ehrlich nicht, was ich hier gerade sehe. Oh mein Gott, was machen wir mit ihm? Komm, Isaiah. Bitte mach ihn. Den musst du machen. Oh mein Gott, Isaiah, Bruder. Du bist der beste Spieler eigentlich von uns. Oh mein Gott, Isaiah Thomas. Let's go. Ich sehe dich, Nate. Aber ich sehe auch PJ. Let's go. Was für ein Ball-Movement, Bruder. Knappes Spiel. Ich glaube es ehrlich nicht. Nee, der Typ ist unnormal schlecht. Oh mein Gott. Er freut sich, wenn er mit Taco voll Punkte macht. Ich glaube es nicht, ehrlich. Komm, PJ, den musst du machen. Let's go. Let's go. Komm, schade. Nein, er passt zu Taco, wie immer. Dieser Junge. Dieser Junge bekommt so eine Nachricht nach diesem Spiel, ne? Komm, PJ, oh mein Gott, wir haben unsere erste Führung. Wir führen im zweiten Viertel mit der kleinsten Lineup in NBA 2K22. Kannst du Nate? Du kannst safe. Let's go, wir führen. Oh mein Gott. Egal, unentschieden. 2-for-1. Vielleicht nehmen wir 2-for-1 mit hier. Wenn wir können. Wenn wir können, nehmen wir 2-for-1 mit. Ah, den hätte ich nehmen sollen. Aber dafür mache ich den. Komm, geh rein. Oh, Bruder, Bruce Brown. Komm, let's go. Okay, okay. Wir nehmen den letzten Wurf dann. Egal, Foul nehmen wir auch mit, Bruder. Dann führen wir halt. Oh mein Gott, unentschieden. Weil er wieder mit Taco Fall Cheatcode macht, Digga. Aber egal, soll er durchmachen, ehrlich. Ich gewinne das Spiel trotzdem. Komm, PJ. Let's go! PJ ist so gut, ne? 16 Punkte, Bruder. Wirf doch mit Taco. Der ist eh nicht. Wir führen einfach mit 3 Punkten zur Halbzeit, Bruder. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, das wird eigentlich das beste YouTube-Video aller Zeiten. Dann. Ich will auch gar nicht unsere Dings reinbringen, bin ich ehrlich, weil unsere Bank ist richtig, richtig stark. Ich glaube, ich nehme einfach sehr viele Timeouts. Okay, unsere Spieler haben jetzt ein bisschen mehr Energie. Ich habe noch ein paar Timeouts auch. Also wird auf jeden Fall spannend. Komm, komm, Seth. Du, das ist deine Show, bitte. Let's go, let's go. Wenn wir alle Würfe treffen, alle Wide Open Würfe treffen, ich würde, wir gewinnen dann. Ich kann gar nicht mehr reden, weil das so geil ist gerade, Mann. Ich bin einfach mit 6 Punkten gegen so eine Mannschaft. Er kann gar nicht On-Ball spielen. Er kann gar nicht On-Ball spielen. Let's go. 18 Punkte, PJ, bitte geht nicht, ey, wenn der Typ aufgibt, wird das peinlichste sein, was ich jemals bei einem 2K gesehen habe, ehrlich. Wir haben die kleinste Lineup und das weiß er auch. Niemand spielt mit Earl Boykins und Maxi Bogues. Oh mein Gott, PJ Tucker, der Typ ist so gut, ne?
Der Typ ist so gut. Er ist safe unser bester Spieler. Ich wusste es. Let's go. 3 Sekunden Überschreitung. Komm, jetzt noch Punkte machen. Schön, dann ist er ehrlich gebrochen. Guck. Guck, er kann gar nicht on-ball. Bitte, Bruce. Du bist Pink Diamond. Du bist ein Pink Diamond, Mann. Wenn Gold Steph Curry das machen kann, dann kannst du es auch, Bruder. So peinlich bist du, ehrlich. Ey, Mann, du bist so peinlich, ne, Bruce Brown? Ich hab dich eh nie gemocht bei 2K. Ich schwöre, deine Karte ist so schlecht. Wieso gehst du in the paint, Mann? Du bist der kleinste Spieler, Isaiah Thomas, Mann. Wieso geht der Typ in the paint? Versteh einer Isaiah Thomas, Bruder, ehrlich. Ich spiel Onball. Der ist nicht. Ich hab so gut Defense. Oh mein Gott. Bruce Brown, danke, Bruder. Ist alles wegen dir gerade, ehrlich. Wir hatten so guten Run. Komm, sogar Seth Curry kann das, ich schwöre. Sogar Seth Curry kann die Dreier besser als Bruce Brown. Lass ihn doch werfen von da. Ich nehme, ehrlich, nimm lieber Jumpshots und der ist nicht mal drin, Bruder. Einfach immer mit PJ Tucker spielen. Ich schwöre, PJ Tucker ist so gut, ne? Komm. PJ, bitte. Ey, Junge, der Typ carried uns so zum Sieg, ne? Wir führen einfach mit 10 mit der kleinsten Lineup. Und NBA 2K22, Isaiah, nimm ihn. Oh mein Gott. Was geht hier gerade ab? Der Typ fault die ganze Zeit, weil er so Frust hat. Noch ein, mach noch ein. Oh, den Re, schade. Der ist nicht. Oh mein Gott, ich glaub das ehrlich nicht. Der Typ passt einfach zu Porzingis und der Ball kommt einfach an. Oh mein Gott, der macht N1 gegen PJ. Wir nehmen auf jeden Fall alle Timeouts noch nach dem dritten Viertel hier. Weil PJ, Bruder, der Typ hat so gecarried, hat gar keine Energie mehr. Guck, man sieht das auch. Bitte, Bruce. Oh mein Gott, let's go, Bruce. Let's go, Bruce. Oh mein Gott, ich habe Isaiah Thomas dankt ihn. Ich habe ihn so geflaxt, ne? Der ist nicht. Oh mein Gott, Digga. Das ist so ein Cheatcode. Ne, bring doch wieder Taco Fall rein. Wieso hast du Taco Fall rausgebracht, ne? Isaiah, oh mein Gott, Isaiah, das ist so gut. Let's go. Was machen wir mit dem Bro? Der ist nicht. Wenn der ist, ne, dann weiß ich auch nicht, was ist, Digga. Komm, 21 Punkte, PJ. Was? Nein, ich will weiterspielen. Nein, ehrlich. Wir spielen weiter. Wir müssen das Spiel normal gewinnen. Und ihr wollt ja auch ein normales Spiel sehen, Bruder. Was soll ich da aufgeben? Wenn wir verlieren, verlieren wir. Komm, Isaiah. Der ist auch drin. Oh mein Gott. Isaiah Thomas und PJ Tucker carryen uns hier zum Sieg, ehrlich. Der ist nicht. PJ Tucker, so gute Defense. Let's go. Und wir bekommen schon wieder Freiwürfe. Der Typ hat Baba-Frust, Bruder. Egal, nimm durch Zweier, ehrlich. Komm, Isaiah, noch ein Buzzerbeater vielleicht? Oder PJ, ich sehe dich auch. PJ, ich sehe dich, keine Angst. PJ, let's go. 23 Punkte von dem Bro, Bruder. Also, es steht ehrlich 73 zu 58, ne? Mit der kleinsten Lineup in 2K, Bruder. Oh mein Gott. Nate Robinson, so gut. Let's go. Wieso gehst du zur Dreierlinie? Egal, wenn du ihn machst, ist okay, Bruce. Wenn du ihn machst, dann ist okay, Bruce. 18 Punkte führen wir einfach. Oh mein Gott, fast hier. Komm, Bruce. Oh mein Gott, Bruce auf einmal so gut, seitdem ich ihn beleidigt habe, ne? Manchmal braucht man das auch als Spieler, guck. Eigentlich habe ich schon passend werfen gedrückt, aber egal. Okay, lass mal jetzt unsere erste 5 noch reinbringen. Nicht, dass Leute dann sagen, ja, du hast nur mit der zweitkleinsten Lineup gespielt und so. Komm, PJ. Nein, nicht PJ. Seth, oh mein Gott, ich mache hier gerade nur Greens, Bruder. Was geht hier gerade ab? Komm, lass ihn ganz schnell faulen, damit nicht irgendwas gesagt wird noch. Foul ihn einfach, Bruder. Noch die letzten 3, 44 mit der kleinsten, wirklich kleinsten Lineup spielen. Und dann haben wir ungefähr 40 gemacht, glaube ich. Oder vielleicht 65, 35. Oh mein Gott! Earl Boykin stealed von Kristaps Porzingis, Bruder, in the post. Was hier in diesem Spiel alles abging, ne, das ist ehrlich richtig verrückt, ich schwöre. Maxi Box 0 Punkte, das müssen wir ändern, komm. Mein Ziel ist jetzt, mit Maxi Punkten irgendeinen Punkt zu machen. Aber ich weiß nicht, wie wir das machen können, weil... So vielleicht? Nee. Komm, hol Re. Hol die Re-Boykins. Oh mein Gott, Earl Boykins ist so gut gerade. Maxi Box, ich sehe dich da. Das ist deine Chance, Bruder. Oh mein Gott, Maxi Box hat Punkte. Wir haben alle Ziele in diesem Spiel erreicht, ehrlich. Spudweb auch 0 Punkte. Wir ändern das, Bruder, keine Angst. Wir ändern das. Spudweb, nächste Aufgabe. Ihnen einen Punkt geben. Ey, das war so ein Stil, ne? Unglaublich, was der Typ alles bekommt. Oh mein Gott, was machen wir mit Porzingis dieses Spiel? Komm, Spud, ich sehe dich. Schade. Dieses Spiel ist so verrückt gewesen. Er braucht seine Timeouts, Bruder. Hoffentlich geht der Typ nicht auf. Ich will noch Boxscore gucken. Oh mein Gott, wohin geht der Typ?
Komm, Spot. Kannst du überhaupt irgendwas, Bruder? Der Typ hat auch einen richtig schlechten Jumpshot, Bruder. Ich glaube, mit dem werden wir ehrlich keine Punkte machen. Oh mein Gott. Komm, Maxi, dank ihn. Maxi, Bugs, dank oder was? Schade. Ah, mach durch, Bruder. Mach durch. Oh mein Gott, er kann nicht mal das, Bruder. Wo ist Spot Web da? Ist hier die Spot? Komm weit oben. Geh in the paint einfach. Oh, ich will nicht. Ich hätte jetzt mit Maxi machen können, aber ich will nicht. Ich brauche mit Spot Web Punkte. Okay, komm, Spot. Pick a fade mit Spot Web. Pick a fade mit Spot. Oh mein Gott, das funktioniert nicht. Oh mein Gott, ey, Porzingis, dieses Spiel. Eskalt. Eskalt. Ich sehe die Spot Web. Das ist deine Chance. Das ist deine Chance. Oh mein Gott, er bekommt Freiwürfe. Egal. Wir nehmen mit, ehrlich. Das zählt. Das zählt. Ist mir egal, das zählt. 2 Punkte Spot Web, Bruder. Ich glaube, jetzt hat jeder Punkte, ne? Oder irre ich mich? Nochmal durchgucken. Donovan Mitchell hat safe. Maxi Box hat auch. Let's go. Jeder hat Punkte gemacht. Und Porzingis ist einfach kalt, Bruder. Gegen Earl Boykins kalt, Bruder. Ist ehrlich traurig. In the paint, Boykins, komm! Oh mein Gott, wenn er drin wäre, dann hätten wir ehrlich wirklich alles geschafft. Oh mein Gott, wohin gehst du, Porzingis? Wohin gehst du? Kann mir das einer sagen? Auf jeden Fall nicht zum Sieg, Bruder. Nein, komm, Boykins, den nimmst du. Schade. Okay, noch ein Punkt mit. Mit Maxi Bogue, glaube ich. Oder Spud Webb. Spud Webb hatte keinen normalen Punkt. Das waren ja nur Freiwürfe. Oh mein Gott. Komm, komm. Shotclock Cheese. Shotclock Cheese. Schade. Auf jeden Fall, wir gewinnen mit 12 Punkten. Ich hoffe, wir können jetzt noch Boxscore sehen, ohne dass er aufgibt. Schnell, 2K, bitte. Weil Rebounds interessieren mich ehrlich. Ich weiß nicht, wie viele Rebounds er und wir hatten. Also, lass erstmal bei ihm anfangen. Sein Porzingis, natürlich, Bruder. Sein Porzingis und wo ist Taco Fall? Taco Fall, aber Bruder, 2 von 4? 4 Punkte ist gar nicht gut. Ich hätte viel mehr gedacht. Aber immer sein Porzingis, natürlich, Bruder, was einer war zu uns. Aber 7 Turnover von seinem Center, Bruder. Mit der kleinsten Lineup in 2K22. 28 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists. Hat er auch 3er geworfen mit ihm? Nee. Okay, jetzt bin ich gespannt auf unsere Mannschaft. PJ Tucker, der Typ war so krank, ne? 23 Punkte, 2 Rebounds, 3 Assists, 3 Steals, 5 von 7 Dreier. Und Bruce Brown hat einen Dreier verhauen. Ich war ein bisschen zu harsch an ihm, ne? Er war auch richtig stark. Donovan Mitchell, wir haben so gut geworfen einfach. Vor allem Earl Boykins, der kleinste Center mit Abstand, weil er ist Out-of-Position-Spieler. Das ist eigentlich ein Point Guard. 5'5", Bruder, für einen Point Guard. Für einen Center, 2 von 3 Dreier. Oh, nochmal krass. Ding war auch richtig gut. Die haben einfach alle richtig gut gespielt. Ich schwöre. Hier seht ihr nochmal die Stats, weil ich habe eben die Facecam jetzt nochmal geändert. Hier seht ihr die Stats. Auf jeden Fall, also der Thomas 4 von 5, Bruder. Steph Curry war auch richtig krass. 3 von 3, einfach alles getroffen, was er noch hatte. Und wir haben wirklich mit jedem Spieler, die zählen ja nicht die 3, mit jedem Spieler Punkte gemacht. Das war unser Ziel. In der Mitte der Mannschaft, als ich gemerkt habe, war nicht so gut. Und haben wir auch geschafft. Jetzt noch gucken, wie viele Rebounds wir hatten. Wir hatten 2 Offensive Rebounds, Bruder. Krank. Ehrlich krank. Wenn man so bedenkt, er hatte nur 5. Und er hatte Porzingis, Taco Fall. Und Defensive Rebounds 20 R, 10 V ist auch voll okay, Bruder. Also ich bin ehrlich, ich habe mir die Challenge viel, viel schwieriger vorgestellt. Also, Team Review. Kurz. Ich will kurz über die Spieler reden. PJ Tucker, der beste Spieler mit Abstand. Ich schwöre, der Typ war unnormal krass. Ich glaube, den könnte man auch safe normal spielen bei Limited, wenn man nur Rubies einsetzen kann oder so, weil der Typ war unnormal heftig. Und ich sag euch so, wie es ist. Die Starting 5 war auch nicht so schlecht wie gedacht. Donovan Mitchell hat uns richtig gecarried und Earl Boykin Center ist halt richtig im Post-Mismatch, aber offensiv war der Typ voll gut. 97 Dreier? Gar nicht gewusst, Bruder. Der Typ hat 97 Dreier, wir haben gar nicht auf die Stats geachtet. Und off the bench, Isaiah Thomas war richtig krank, Bruder. Und vor allem Seth Curry, jede Dreier gezogen, obwohl es eine Goldkarte ist. Und er hat nur 85 Dreier, ist nicht so krass für dieses Stage of the Game. Und er hat nur 88, Bruce Brown. Er ist so ein bisschen komisch, finde ich. Aber wie gesagt, Donovan Mitchell war krank, Earl Boykins war krank, PJ Tucker war krank, Seth Curry und Isaiah Thomas. Richtig krank. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir werden auch noch die Challenge machen mit den größten Spielern. Die größte Lineup werden wir auch noch machen, wird auch noch bald kommen. Abonniert diesen Kanal kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein.